Irgendwo in einer anderen Dimension. Oh nein, wo ist der Rest der Waschmaschine? Wo sind wir gestrandet? Auf einer tropischen Insel? Ohne die Möglichkeit, uns zurückzubefördern? Wir müssen die fehlenden Waschmaschinenteile finden und sie reparieren, um ins Pilzkönigreich zurückzukehren. Da, ich sehe Eingeborene, die uns sicher helfen werden. Ich muss ihnen nur ein bisschen Honig um den Bart schmieren. Verzeihung, wir könnten hier eure sehr reizende Hilfe gebrauchen. Ja, scheint gut zu funktionieren. Donkey Kong, bodenerschütternder Primat. Rabbit Cranky, grummeliger Rabbit. Und damit, okay, hey yo Leute, was geht ab und herzlich willkommen zu Mario & Rabbids Donkey Kong DLC. Yeeha, let's go. Ich habe mal wieder etwas Zeit gebraucht, das aufzunehmen, bevor wir gleich hier reinschauen. Zwei Sachen. Erstens, das Backtracking zur dritten und vierten Welt ist auf dem anderen Computer. Das kommt dann, wenn der wieder steht. Und das DLC, zweite Info, spielt zwischen der ersten und zweiten Welt. Also nachdem wir Rabbit Kong besiegt haben und in die zweite Welt starten. Genau da dazwischen spielt das DLC. Genau. Es ist komplett, also nein, es ist nicht komplett anders. Es ist, das Grundprinzip ist gleich, aber es ist komplett anders als das Original-Game. Und ich würde sagen, wir starten einfach rein, weil ich mega Bock habe. Ich habe selbst die DK-Mütze geholt. Komplett verstaubt, hinten geklebt. Let's go. Ah, der mächtige Donkey Kong. Setzen wir mal deinen bärenstarken Bizeps ein. Was habe ich gelesen gerade? Setzen wir deinen bärenstarken Bizeps gegen diese Tropenziggis ein. Let's go. Tropenziggis heißen die. Okay. Wusstest du, dass du stark genug bist, die meisten Hindernisblöcke aufzuheben und zu werfen? Genau. Wie gesagt, ist alles anders. Donkey Kong kann diese Blöcke hochheben. Ich weiß noch so ein bisschen. Brauchen wir das schon? Ich glaube nicht. Wobei, warum nicht? Oh, Rabbit Cranky. Meine Sensoren zeigen an, dass dein Bumbogen über formidable Feuerkraft verfügt. Schauen wir mal. Ja, ich würde sagen, let's go. Gar nicht groß überlegen. Und wer den Trailer zu Mario & Rabbids Sparks of Hope schon gesehen hat, der wird einige Elemente wiedererkennen. Vor allen Dingen, wir können hiermit zum Beispiel mehrere Leute treffen. Das ist ja zum Beispiel das Gimmick von Rabbit Luigi's Wurfsternen im zweiten Teil. Wir können im Übrigen nicht springen mit Donkey Kong. Aber wir können
unsere Charaktere sowie Gegner grabben und werfen. Durchrühren können wir. Ja. Das mal. Ist ein strategisches Spiel, ihr wisst Bescheid, 20 Minuten brauche ich zum Reinkommen und dann läuft's. So, mal gucken. Mal gucken. Ja, wir können jetzt erstmal das hier nehmen, uns hier hinten hinstellen und das hier reinwerfen. Dann gelten die schon mal alle Feuerschaden. Why denn auch nicht? Dann seht ihr schon mal, wie das funktioniert. Zack. Ich kann mich nicht mehr an alles erinnern. Ein Kollege von mir hat das letztens gespielt. Ich habe dabei zugeschaut. Aber ich kann mich auch nicht mehr an alles erinnern. Also, ich würde sagen, es ist so halb blind. Maybe vorher. Klar, es gibt wieder die Standard-Ultis. Der Hauptcharakter, Donkey Kong, hat einmal den Dingsblick von Mario, Heldensicht. Also hier heißt es schräger Blick, ist ja auch egal, aber ist vom Prinzip her das gleiche. Zweites hat er Magnet Groove, das heißt, wir können Gegner anziehen. Das kann zum Beispiel Rabbit Mario noch. Und die anderen haben halt dementsprechend andere Fähigkeiten. Obviously. Frankie hat eine Donnerbüchse, heißt, er hat wieder einen Schuss, der mehrere Gegner treffen kann. Und er hat eine Granate. Auch böser Blick hier und er kann Gegner einschlafen lassen und diese in einem bestimmten Radius für eine ganze Runde einfach aussetzen lassen. Warum auch nicht? Können wir... Also hier können wir jumpen. Hier, das zum Beispiel... Cranky kann in der Luft auf den Boden schießen bei einem Sprung und somit schon mal allgemeinen Schaden auslösen. Ich überlege gerade, wo ich mich am schlauesten hinstelle. Ja doch, da kommt Rabbit Peach noch durch, dann ist gut. Zack! Schön Frostschaden reingedrückt. Wir können nicht beide treffen. Ist das dein Ernst? Aber Rabbit Peach kann... Oh, zweimal dashen. Weiß ich jetzt nicht. Der wäre raus. Ich kann doch nochmal dashen. Kann ich nicht? Hä? Oh, ich kann hier... Jetzt kann ich hier dashen. Egal, dann überlebt halt irgendeiner. So, fertig. Und dann kann ich mich nur noch dahin stellen. Wahrscheinlich, weil ich durch Gegner nicht durchlaufen kann. Ja, man merkt, ich dash nicht durch sie durch. Ich dash und laufe wieder zurück. So. Der wird wahrscheinlich überleben. Wir machen jetzt mal den raus. Zack, 40 Schaden. Sehr schön. Aber wir können ihn einschlafen lassen. Dann sehen wir das auch gerade. Sehr schön. Direkt im ersten Kampf alles mal gezeigt. Also sie hat halt die Standardsachen, wie auch aus dem normalen Game. Falls ihr das normale Game nicht gesehen haben solltet, schaut es auf jeden Fall an. Oben links auf dem i wird bestimmt gerade eine Playlist verlinkt. Machen die auf, wenn ich auf die schieße? Ich weiß nicht, wie das war. Ist der erste Kampf. Komm, testen wir es. Okay, sie wachen auf. Ja, ist egal. Schutzschild lohnt sich jetzt nicht. Ja, wird, ja, war mir klar. Okay, also, wenn wir sie einschlafen tun lassen haben, dann können wir sie durch einen Schuss wieder aufwecken. Ist jetzt im ersten Moment natürlich nicht ganz so nice, aber was soll man groß ändern? Ich habe das Spiel nicht programmiert. So, Schlacht ist gewonnen. Sehr schön. Ein Käfig voller Rabbits. Wieder perfekt. Es gibt Bananen, keine Münzen, obviously. Und, genau, es gibt anstelle von Powerkugeln Runen. Und die Runen sind so eine Sache, mit denen ich nicht ganz warm werde. Die Runen sind halt sehr stark limitiert. Ihr seht, wir bekommen jetzt eine für einen Kampf. Und das teuerste Upgrade kostet 3. Also ihr merkt schon, das ist einfach komplett anders vom Zahlsystem auch her. Deswegen, das überzeugt mich noch nicht so ganz. Euch zwei kenne ich doch. Ihr wart im Keller, als Spawny das Superfusionierer-Headset aufgesetzt hat. Der Megabug muss euch hierher statt ins Pilzkönigreich gebracht haben. Naja, jedenfalls sind wir froh, dass ihr uns gefunden habt. Ja, auf jeden Fall. Ey, Donkey Kong, ihr wisst Bescheid. Hier drin, tief in mir drin ist das verankert, Donkey Kong. Wartet, ich glaube, ich kann das übersetzen. Verdammte Höllenmaschine ist im verdammten Himmel in 1000 verdammte Teile zerfallen. Ja, ja, wir müssen diese verdammte Waschmaschine und ihre verdammten verstreuten Teile finden. Könnt ihr uns eine verdammte Karte malen? Perfekt. Er hat Plan, ihm vertrauen wir, er ist Missionsleiter. Let's go.
Er sagt, die Fasskanone kann uns zur Hauptinsel bringen. Dort liegen die fehlenden Teile. Let's go. Ich finde vor allen Dingen manche Gimmicks in den Kämpfen hier, wenn ich mich noch richtig erinnere, sind einfach mal mega krank cool gemacht und hätten so nice im Hauptspiel finden können. Aber du gut, was will man machen? Puh, er sagte, er möchte uns etwas zeigen. Ich kümmere mich darum. Was auch noch maybe wichtig zu erwähnen ist, komme ich gleich zu, wenn wir hier fertig sind. Danke, ab hier kommen wir alleine klar. Ich bin sicher, du hast alle Hände voll zu tun. Na, wie mit deinem Stock wütende Teenager jagen. Der Controller vibriert. Ich möchte ja nicht unhöflich sein, aber du bist ein großer Kämpfer, klar, aber ich fürchte, du könntest uns ein bisschen aufhalten und, Ey, das ist so gut. Er kriegt einfach einen Segway. Ich hätte dir ja lieber einen Rollator oder elektrischen Rollstuhl besorgt, aber wenn es die Sache beschleunigt, soll es mir reichen. So, kommen wir zu Mario und Rabbids Sparks of Hope, das ja dieses Jahr einfach erscheint. Ich werde es natürlich let's playen. Welch eine Frage. Und natürlich rege ich mich auf. Es sind schon 3 DLCs angekündigt. Und ganz ehrlich, ich feiere sowas null. Hier bei dem Spiel weiß ich nicht, ob es so war. Ich habe das Spiel auch erst relativ spät mitbekommen. Ist eines meiner liebsten Games für die Switch geworden. Ist halt so... Wenn, bevor das Spiel draußen ist, einfach schon DLCs angekündigt sind, dann ist das so für mich wie, ihr hättet es auch ins Hauptspiel packen können. Ganz ehrlich. Also, ne. Weiß ich nicht, fühle ich jetzt nicht so. Aber, was soll man machen? Also, ich fände es cooler, wenn man DLCs erst ankündigt, wenn das Spiel schon draußen ist, so vielleicht einen Monat später oder so. Aber klar, es ist deren Entscheidung. Das Wasser, können wir das mal appreciaten? Das sieht im anderen Teil nicht so nice aus, im neuen. Eben, ich finde es einfach schade, wenn man DLCs ankündigt. Du weißt, du musst nochmal was bezahlen für mehr Content. Deswegen finde ich DLCs anzukündigen, erst wenn das Spiel schon eine Weile draußen ist. So. Eine Bananenstampende. Aus dem Weg, wendet die Herde, ihr spatzenhirnigen Vollpfosten. Yeehaw! Howdy, Partner. Okay. Ey, das Wasser. Come on. Also, das ist schon tropisch. Da würde ich schwimmen gehen. Hier ist auch noch... Also, ihr seht, es gibt verschiedene Röhren. Gab es die im Originalspiel auch? Ich weiß es nicht. Aber es gibt auf jeden Fall verschiedene. Und wir finden jetzt schon am Anfang ganz gut Kisten. Und wir werden natürlich noch ins Museum hier und im Originalspiel reinschauen. Das aber erst ganz am Schluss, auch wenn die anderen beiden Videos da sind. Ich habe keine Ahnung, wie lange das hier dauert. Ich habe bei Domi gesehen, er hat so, ich glaube, 16 Videos gemacht. Keine Ahnung, wie schnell wir durch sein werden. Waren wir da hinten schon? Ich glaube schon. Ich würde sagen, wir starten jetzt einfach mal rein. Ja, halt, wir haben neue Waffen, habe ich gehört. Im Rabolatorium. Feuerschaden. Falls ihr dieses DLC auch spielen solltet, vergesst es, holt euch keinen Feuerschaden. So, jetzt let's guck mal hier, was wir erstmal so skillen können. Oder ob ich warten soll und sparen soll. Ich weiß nicht, aber ich glaube, das ist wichtig, aber noch nicht so. Lass uns erstmal eine Weile sparen. Komm, lass uns erstmal sparen. Lass uns erstmal sparen. Wobei, was könnte Beach haben? Wir gucken beim nächsten Kampf. Egal jetzt, let's go. Ich habe mega Bock, da jetzt endlich mal reinzustarten. Ich glaube, es gibt nämlich jetzt wieder Story und da muss ich mal ganz kurz wieder gehen. Ich weiß nicht, ob es Story gibt, aber es sollte. Naja, so viel zur Story. Let's go. Oh mein Gott, ich habe so mega Bock. Ich habe dieses Spiel. Ey, es ist so gut. Oh, ein gesunkenes Piratenschiff. Der Legende zufolge ist hier eins Piratencaptain Bananabeard gestrandet. Bei Vollmond soll sein Geist Bananenpudding kochen. Ey,
Da werden Leute für bezahlt, sich sowas auszudenken. Was ein cooler Job. Wir werden uns natürlich nicht alles durchlesen. Aber ich versuche so viel wie möglich. Teile von der Waschmaschine. Und es wird auch direkt ein neuer Gegner introduced. Huch, ein Teil der Waschmaschine. Das sieht sogar sehr wichtig aus. Schnell holen wir es uns. Dabei könntest du mir das Maschinenteil geben. Ich würde hier gern wieder weg. Ein Sammler. Zwanghafter Abzwacker. Die können 200 Kilometer über das Feld laufen, sind fast uneingeschränkt und wir müssen sie besiegen, um dann unsere Teile zu bekommen. Let's go, ich hab Bock. Ich glaube, Bibo erklärt das jetzt aber nochmal und ich glaube, das können wir überspringen. Lass uns aber ganz kurz in die Kampfzentrale gucken. Mann, am Anfang ist so viel vorbereiten, ich weiß, aber später zweite, dritte Folge, wenn wir dann drin sind, freut euch darauf. Weg da. Wichtig. Weg da, so wichtig. Ich glaube, das mache ich jetzt erstmal bei allen rein. Weg da. Donkey Kong kann das nicht haben, weil Donkey Kong kann nur werfen. Ja. Hört die Musik? Oh, Mann. Ich krieg da voll die Gänsehaut. Ich liebe Donkey Kong. Ey, Donkey Kong ist so ein gutes Game. Okay, wir nehmen mal Honey. Und runnen da lang und ist nix. Erstmal umgucken. Erstmal umschauen. Wenn ich hier lang steppe, gibt's ja was. Das hier sind die Gegner hier vorne. Und wir müssen nach da hinten zu denen kommen. Wenn ich auf dich drauf schmeiße, macht das mehr Schaden? Ja, macht das. Okay. Lass erstmal das machen. Ich hoffe, ich komme jetzt noch mit den anderen Chars hin zum Jumpen. Aber das klärt sich ja gleich, die Frage. Wir können beide treffen, das schon mal. Entschuldigung. Dass ich auch noch 10 Minuten an dir gezweifelt habe. Weil wir könnten mit Rabbit Dings schon mal hier und vielleicht eine Granate rüberschmeißen. So dass wir schon mal ein bisschen näher an den Sammler sind. Klar, die Sammler können über das ganze Feld laufen. Ich kann euch das mal ganz kurz zeigen. Damn, that is cheating. Damn, that is cheating. Die können legit jedes Feld. Die können legit auf je. Man, that is scammy. Nee, ich wollte die Weapon. Treffen wir nur ihn, okay. Ja, aber dann throwen wir hier unsere Granate rein. Kablam. Mit Explosion und Vampir. Vampirschaden hatten wir im Hauptspiel relativ wenig, weil das, glaube ich, nur Luigi hatte. Rabbit Luigi. Vampir zieht anderen Lebensenergie ab und gibt dir selber. Auf jeden Fall. Huhuhui. Oh, Donkey Kong ist so genial. Oh! So gut, so gut geflogen. Und mit Rabbit Peach steppen wir hier durch. Steppen hier durch. Machen den Sprung unseres Lebens hier hin. Ich weiß, sehr offen. Ich weiß gar nicht, können die angreifen? Das ist das Nächste, was wir überprüfen sollten. Vielleicht, ob die angreifen können. Die können flüchten. 25 Felder. Aber sonst können die eigentlich gar nichts. Okay. Dann lass uns dem mal eine Bombe reinjagen und gucken, was denn Fluchtradius bedeutet. Heißt, er rennt straight up weg. Er kann nicht rennen. Wie nice. Wie nice. Das ist stupid. Weil Rabbit Peach da steht. Lass mal gucken, was sie machen. Er rennt safe ans andere Ende von Welt. Oh ne, gar nicht. That was unexpected. Shazam. Glaub, ich spring dahin. Und hoffe, dass Rabbit Peach an ihn drankommt, um in Richtung nach da hinten zu springen. Rabbit Peach könnte vielleicht sogar noch einen Dash rausholen. Oh, Rabbit Peach. Ui, Rabbit Peach holt noch den Dash mit. Sehr schön. Und dann einen schönen. Ja, was heißt einen schönen Sprung? Gucken, was DK kann. Oh, oh, DK, DK. DK, nie, sehr, sehr, sehr gut. Komm, komm, komm. Ja, er erreicht den. Oder? Das ist nicht dein Ernst. Aber maybe, wenn, ich habe keine Ahnung. Im Übrigen, wenn ihr wieder Pustegeräusche hört, es sind wieder 127 Grad draußen.
Der Ventilator läuft. Lasst euch davon einfach nicht stören. Okay? Ich stelle mich jetzt mega offen hier hin, weil ich auf diesen Block schießen möchte. Wobei möchte ich auf den Block schießen? Ich möchte erstmal ihn hier rausnehmen. Einen schönen Tag wünsche ich dir. Ich hätte das zuerst tun sollen. Und okay, mit Royal Peach komme ich da sowieso nicht dran. That's a thing. Wir könnten zuerst... Warte. Ist jetzt vielleicht dumm, aber maybe läuft er in diesen Radius rein. Und dann gaden wir ihn. Wir werfen jetzt die Banane. Vielleicht auch nicht. Und er läuft ganz an den Anfang und nicht in den Radius von Rabbit Cracky. Okay. Ich gebe den Zug ab. Ich glaube, es war... Ich hatte die Hoffnung. Oh, er kommt aber. Let's go, komm in den Radius. Mann, warum nicht? Einer von euch läuft und ihr kriegt das so ab. Bam. 17 Schaden. Cranky, ist das dein Ernst? Es kann doch nicht sein, dass er nichts hinkriegt. Hä? Das war mir klar, dass wir jetzt Damage unnötig kriegen, aber ich habe falsche Hoffnungen angesetzt und zu sehr gepokert. Wir stappen erstmal das Teil hier einsammeln. Einen Schneilen-Dash rausholen. Das ist sogar der falsche. Rabbit Cranky kriegt auf jeden Fall mal Damage ab. Kein Frost! Damit habe ich sogar gerechnet. So strong, wir können ihn einfrieren. Aber er wird jetzt wegrennen, glaube ich. Ich glaube, da wir mit allem rechnen müssen, würde ich zuerst auf ihn drauf... Die Steuerung ist so weird hier. Erst auf ihn draufballern. Das ist halt ein bisschen wichtig. Er rennt ja weg. Und wenn ich jetzt mit den anderen schon gelaufen wäre, hätte ich keinen Spielraum mehr gehabt. Er rennt jetzt zum Beispiel nach hier unten. Heißt mit DK. Das, ja, du bist das. Nett, dich kennenzulernen. Dich mache ich jetzt fertig. Habe ich gehört. Shazam. Gehört Shazam zu DC? Ich weiß nicht, ich habe ja mittlerweile beide Superhelden, diesen Superhelden-Genres angeschaut. Aber ich muss tatsächlich sagen, ich weiß nicht, ob Shazam zu DC gehört oder nicht. Ihr könnt das ja mal gerne in die Kommentare schreiben. Wobei, der wird niemals in seinem gesamten Leben, wird er jetzt nach... Wobei, er ist ja tot. Ich müsste einfach nur noch dahin laufen. Sind die eingesleept? Ja, dann greife ich die bestimmt nicht an. Wie sehe ich denn aus? Ihr könnt nichts. So, jetzt seid ihr wach. Aber jetzt ist das Game vorbei, habe ich gehört. Weil DK kommt da nicht dran. Okay. Aber Cranky kommt, glaube ich, dran. Das ist doch Scam. Okay, ich glaube... Oh, doch, DK kommt dran. Ey, das ist nicht dein Ernst. Bis wohin kommt Cranky? Bis hier. DK, du läufst jetzt bis dahin. Bis wohin war das jetzt? Bis hier oder bis hier? Mann! Bis eins vorne dran, okay. Okay. Ey, das ist so, es ist doch gescriptet.
Das muss gescriptet sein. Wenn wir jetzt hier kein Perfekt rausholen, mache ich den Kampf komplett nochmal von vorne. Also das ist ja auch ein Betrug hier. Aber ich kann doch Cranky jetzt rein theoretisch da drauf werfen. Das zählt. Ja. Ich stelle euch vor, das hätte nicht gezählt. Ich hätte geheult. Aber ob das ein perfektes? 9 Züge? Okay. Gar nicht gerechnet und ich merke, hier ist ein bisschen Greenscreen. Tut mir leid, ich bin halt Marsmännchen. Lass mich. Kann ich nichts für. Also wir können auch die Bananen von dir haben. Nee? Okay, ich gehe einfach weiter. Hier ist schon Kapitel 3. Aber es ist langsam an der Zeit, das Video an der Stelle zu beenden. Wenn euch das Ganze gefallen hat, zeigt das mit einer positiven Bewertung. Und wir sehen uns ganz, ganz bestimmt beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Ciao, ciao, Leute.